Hallöchen! Willkommen zurück bei A World of Little Legends. Wir haben das letzte Mal aufgehört, als ich meinte, ich muss ein bisschen Materialien farmen gehen, grinden gehen. Ich weiß nie, wie der korrekte Begriff ist. Ich glaube, grinden heißt eher aufleveln, oder? I don't know. Das habe ich tatsächlich getan. Nicht massig viel, muss ich gestehen. Ich habe sehr, sehr viel Holz, weil wenn man durch die Welt von A World of Little Legends geht, ist oftmals der Weg blockiert von dicht bewachsenem Gebiet und da kriegt man sehr schnell sehr viel Holz raus, weil man muss es fällen, dass man vorbeikommt. Steine gibt es derweil nur eine Quelle. Ich würde ein bisschen wünschen, dass wirklich auch die klassischen großen Steine oder vielleicht irgendwas anderes reinkommt, also vielleicht irgendwas Neues, ich wüsste auch nicht was, dass man zumindest zwei Ressourcen hat, wo man Steine herbekommt, weil Holz kann entweder als einzelnes Stück herumliegen, als Busch oder als sehr viele verschiedene Bäume sogar. Es gibt wirklich viele verschiedene Bäume, was ich sehr, sehr nice finde, auch in der Wüste. Aber man bekommt von ihnen allen Holz raus. Und von daher, gerade wenn man so ein bisschen grinden geht, wäre ein zweiter Stein vielleicht recht nett. Wink, wink. Und ja, diese Folge schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir mit den Ressourcen kommen, die ich gestern gesammelt habe. Wir gehen gleich mal rüber in A World of Little Legends. So, gucken wir mal. Ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie viel wir wirklich hatten. Ich habe mein Inventar dann noch recht gut geleert. Genau, ich habe neue Kisten noch angelegt. Das musste ich, denn meine Kisten waren voll. Jetzt habe ich hier so eine Deko-Kiste mit den Steinen, den antiken Steinen, die ich abgebaut habe auf dem Weg, auf der Suche nach Holz und Stein, die noch in unseren Friedhof gelangen werden. Ein bisschen Material, das wir unnötigerweise gecraftet haben. Und ich habe Fortification schon gebaut. Diese Wand wird die Basis unserer Burgmauern bilden. Und ich wollte einfach schauen, wie viel Stacks Steine ich brauche. Ich bekomme 24 Fortifications von einem 99 Steine-Stack. Deswegen, das nehmen wir auch gleich mal mit. Was habe ich da denn sonst noch da? Wir haben sogar noch einen Platz frei für die Kiste. Genau, wir haben, oh Gott, wir haben so viele Karotten. Wir haben auch sehr viele Seeds. Also eigentlich nicht, wir haben sehr viele Bäume und Shit. Wir haben sehr wenig Seeds. Was ich gleich mitnehmen werde. So, und die Karotten auch. Genau. Da haben wir auch noch ein paar Sachen über. Ich habe jetzt eine extra Werkzeugkiste auf jeden Fall gemacht, weil sich das auch langsam anhäuft. Wenn man halt unterwegs ist und aus Versehen kein Kopper mit hat und dann das Steinwerkzeug macht, ich will es nicht einfach weghauen. Das ist ein bisschen ungut. Und hier sind unsere Stacks. Das heißt, der Plan ist, wir gehen jetzt eine kurze Tierrunde. Wir scheren sie, wir holen die Eier, wir holen die Milch und wir schauen nach unserem Feld. Und dann bauen wir. Guten Morgen, Hallöchen, meine lieben Kühe. Wir haben ja gestern... wisst ihr was? Das können wir auch gleich noch schauen. Wenn wir schon unterwegs sind. Ob dieser Cooldown wirklich existiert, Punkt 1. Und Punkt... Also, apropos, wirklich existiert. Der weitere Beweis. Unser Huhn, unser Haushuhn sitzt immer noch in der Ecke. Festgebackt. Wir mögen das so. Wir wollen das so. So, meine Lieben, wir brauchen leere Eimer. Wir haben nur noch einen Eimer. Okay, Moment. Wir leeren mal einen. Komm, trink das. Okay. Du bist eh noch zu jung. Nein. God damn it. Wollte ich nicht. So, ich möchte die Kuh. This is frustrating. Nein! Ich wollte nicht klonen. Ich will doch nur Milch. Danke. Okay. Ich bin so ungeschickt. Aber ja, Cooldown. Funktioniert. Hier. Aber wir könnten es theoretisch nicht auf die anwenden. Nein, sie müssen ausgewachsen sein auf jeden Fall. So, wir haben jetzt einen Eimer mit Wasser. Was soll ich denn tun? Hier, take this.
Who are you? Hast du dich rausgeglitscht? Gut, dass wir die Samen mit haben, so ganz. Kommt's? Ja, geht's da rein? Geht's da rein? Oh mein Gott. Entschuldigung, ich musste niesen. So. Alle macht der Küken hier. Wir brauchen mehr Eier, meine Damen. Okay? Also bitte, geht's produzieren. Schafe haben wir eigentlich echt viele. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mehr Schafe brauchen. Die lassen wir so, wie sie sind. Komm, das legen wir da ab. Ich werde es nicht finden. Ich sage euch jetzt schon, ich werde vergessen, wo unser Magic Dust ist. Gut, also wir merken uns, wenn wir die Eimer benutzen, er priorisiert das Terrain. Nicht das Tier, wenn man davor steht, sondern das Terrain. Das heißt, wir dürfen es nur anwenden, wenn wir nicht gerade von einer Wasserlacke oder irgendwas anderem stehen. So lala. Legen wir das mal ab. Ich habe keinen Überblick mehr über die Kisten. Ehrlich. Ich kann es nicht mehr sagen. Nein! Wir haben das Werkzeug mitgenommen. Warum bin ich denn so ungeschickt? Kann ich das? Nein, das geht nicht. Klaro. Soll auch nicht gehen. So. Okay. Meine Lieben, es ist Sommer. Euch ist eh warm. Ihr seid in der Wüste. Gern geschehen. Wie ihr seht, wir haben das zweite Tor hier auch entfernt. Wir haben ein bisschen gemogelt dabei übrigens. Es steht kein echter Zaun dort. Es ist einfach nur ein Stück einzelnes Holz, das gar nicht dazu gehört. Aber was sein muss, muss sein. So. Und jetzt. Nein. Jetzt gehen wir zu unseren Feldern. Das machen wir jetzt. Und dann legen wir los. Wir haben eine Sense. Schaut's, wie schön. Ah, so schön. Wir müssen noch... Wir können keine Samen herstellen. Wir können Pumpkin Seeds herstellen. Genau, das haben wir das letzte Mal... Doch, können wir. Easy sogar. Das machen wir jetzt auch. Ich hab's ja gewusst. Ich hab's im letzten Video noch gesagt, dass wir die eh herstellen können. Wahrscheinlich irgendwie. Und das machen wir jetzt. Kommt's. So. Das funktioniert so gut. Ich bin Fan von diesem Ampflanzsystem. Mit dem Radius. Na komm, fast haben wir's. Ehrlich, es geht sich ums Ohrschlecken nicht aus. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, ich hab's gesagt. Sorry, not sorry. Passt. Perfekter. Und da können wir auch einfach auf der rechten Maustaste oben bleiben. Wir müssen zwar gehen natürlich noch. Und hier ist es ein bisschen ungefährlicher, als wenn wir jetzt Stöckchen oder so aufnehmen, dass wir das ganze Gras aufnehmen, was wir nicht wollen. Weil hier haben wir ja gezielt nur Karotten gepflanzt. Und nehmen dementsprechend auch nur die Karotten auf und können da gechillt runtergehen. Das geht so schnell. So. Das gleiche noch einmal hier. Nur mit Karotten. Wo haben wir die ganzen Karottensamen her? Das sind richtig viele. Und ich mag auch unsere Feldgröße. Wenn wir dann halt den Weg aller Zauberer von Oz machen,
werden wir ein wirklich riesiges Feld machen, ja. Aber das ist auch nicht zum Abbauen wirklich gedacht dann. Das ist was, was mir noch Spaß macht. Das ist was, wo ich sage, okay, dann mache ich mein Daily-Ding draus. Und na schaut's, geht sich wieder knapp nicht aus. Und freue mich drauf, dass ich das Feld bearbeite. Aber viel größer, ich bin nicht so der riesige Farmtyp. Das hat immer Kitty für mich erledigt. Ich war eher der Minentyp. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht. So, die können wir ablegen. Und das können wir auch ablegen. Jetzt aber. Jetzt geht's an unsere Walls, an unsere Burgmauern. Dafür nehmen wir den Stein mit. Okay. Fortification, bitteschön. So, wir haben mal 99er Stack. Und jetzt wird's schwierig. Ich habe mir nämlich keine Gedanken darüber gemacht, genau wie wir was einfassen. Vor allem gehen wir an der Seite unseres Hauses runter oder nehmen wir den Friedhof mit. Na, wir müssen das mitnehmen. Ich würde sagen, machen wir eine Kurve. Ich würde sagen, wir fangen beim Feld hinten an. Wir gehen beim Feld nach links. Nein, wir fangen ganz links bei der Farm an. Das ist der äußerste linke Punkt. Und da habe ich auch nicht vor, viel weiter rauszugehen, ja. Von daher fangen wir da an. Hier, das ist die Höhe, die wir haben wollen. Da können wir uns noch schön drin bewegen. Und jetzt gehen wir zum höchsten Punkt, was unsere Farm darstellt. Und werden von da von oben nach unten gehen. Schaut, jetzt gehen wir dann noch einen Schritt nach links. Da muss ich mich um das nicht kümmern. Ja, ich will die Wasserquelle drin haben. Hier. Oh, das geht so schnell zur Neige. Das ist so schlimm. Aber ich werde noch so viel mehr Stein abbauen müssen. Wo ist denn... Are you serious? Ach komm, wir machen eine Schräge. Geht das? Ja. So ganz gerade ist doch eh langweilig, oder? Ja, ich bin tatsächlich zu faul gerade, mir eine Spitzhacke zu bauen. Ich kann es selber nicht glauben, aber ist so. So. Und da gehen wir rüber. Jetzt müssen wir uns übers Wasser hinweg mogeln. Und das machen wir dabei noch gar nicht. Schaut euch das an. Schon wieder Steine im Weg. Guter Moment. Moment. Du kommst mit. Darüber zu gehen. No. Goddammit. Kommt eine Statue rein. Kommt eine Statue rein. Na, das Terraforming machen wir am Ende. Wir grenzen hier jetzt mal ab, wo wir überhaupt hinwollen. Und ehrlich, wir werden hier raufgehen. Hier schräg, ja, wir werden das Wasser hier alles zumachen, dass wir wirklich nur drinnen noch was haben und außen eine Schicht. So. Und dann bauen wir hier rauf. Wir brauchen noch ein paar Steine. Die holen wir uns noch. Und damit haben wir jetzt das grobe Gebiet. Ah ja, übrigens. Das auch. Ich habe hier eine Statue gefangen. Und zwar hat mich der liebe Toby Surround dazu inspiriert. Ich habe nie daran gedacht, dass ich diese Dinge einfangen kann, soll oder auch möchte. Aber gestern bin ich vorbeigelaufen und war so, wir machen eine Burg. Und eine Burg braucht Gargoyles. Von daher werden das unsere Gargoyles, die wir gezielt platzieren werden, bei den Burgmauern. Auf das freue ich mich schon sehr. Wir werden nämlich unten einen Haupteingang machen. Wir haben kein großes Tor. Das heißt, wir werden unten tatsächlich mehrere Einzeltore machen. Immer mit einer Wand dazwischen, damit die nicht sich wieder ausreißen, wenn man das Spiel neu ladet. Und dort dazwischen auch werden wir die Gargoyles platzieren. Und die mit den weißen Wänden versuchen einzusperren. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf.
sehr gespannt drauf, wie ich das schaffe. Weil es war das schon schwierig genug, ehrlich gesagt. Sie laufen dir zwar brav hinterher, aber das Einsperren ist not an easy task. Also Hut ab an Tobi an dieser Stelle nochmal, dass er das so gut geschafft hat während unserem Event. So, welche Truhe ist es? Erstens mal Spitzhacke. Ja, nehmen wir die Steine nicht dabei, dass wir die aufbrauchen. Und wir brauchen nochmal Steine. Nein, nicht Steine, was brauchen wir? Fortification einfach nur, wir haben Steine dabei. So, 49 haben wir mal. Schaufel. Wir brauchen die Schaufel. Die brauchen wir noch. Und die Hacke nehmen wir sicherheitshalber auch mit. So, wir ziehen oben unsere Mauer fertig und dann gehen wir das Wasser an. Außerhalb soll auch ein kompletter Wassergraben sein. Ja, wir bauen uns einzelne Wegbrücken dann, wenn das funktioniert. Oh, perfekt. Schaut euch das an. Perfekt. So. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Wir müssen immer vorsichtig sein. Es dürfen nicht diese Verbindungsdinger hier bleiben. Oh, okay. Wir machen das sicherheitshalber zu. Oh nein, Hunger. Ich habe ganz viel Fleisch. Ich habe jedes Tier auf dem Weg abgeschlachtet, weil ich war, nein, ich habe genug Tiere und ich kann die jetzt auch mit dem Cooldown wunderschön klonen. Ich brauche die nicht mehr, die anderen. Aber dafür brauche ich Nahrung. Deswegen jedes wilde Tier ist ab sofort Nahrung. So, wir haben gesagt, hier ist unser Punkt in der Mitte. Nö. Nein. Erst. Gut, brauchen wir eh. Da gehen wir rüber, Schatz. Dann. Es kann eh sein, dass ich das zu schmal gemacht habe, dass ich das alles ein bisschen größer machen muss, ja. Schau mal, wie das mit der Schräge geht. So. Eben, das geht nicht so gut. Da müssen wir großzügiger sein. Ich verschwende hier ein bisschen Ressourcen, oder? Wenn ich das ein bisschen gerader bauen würde. Moment mal, da gehen wir jetzt, Schatz. Einmal da, einmal da. Ich will jetzt nicht das ganze Wasser drumherum aufbrauchen, denn sonst muss ich das wieder schaufeln. Wir wollen ja einen Burggraben um die Mauer haben. Deswegen will ich ein bisschen diese Schräge drin haben, dass wir genug Wasser über haben. Und wir brauchen wieder. Aber schaut, so viel ist gar nicht mehr über. Also ich glaube, so massig viel grinden muss ich gar nicht. Oder farmen. Irgendwer muss mir jetzt endlich den Unterschied da sagen, was ich richtig benutze. So, wir müssen großzügig sein. Wir nehmen alle Steine, die wir dafür wirklich geholt haben. Ich habe gehofft, es bleibt noch ein bisschen was über dann. So. Und ich habe uns eine goldene Jacke gemacht. Ich habe so viele Goldbarren über, dass ich beschlossen habe, wir brauchen jetzt eine goldene Jacke. Wir verdienen uns das, ja.
So, wir gehen hier gerade drauf. Oh Gott. Aber das sieht man auch, wie viel Möglichkeit man eigentlich hat beim Terraforming, weil es so schöne Kanten macht, so schöne Kurven. Und meine Schaufel zerstört. Danke. Das heißt, man kann da wirklich genau arbeiten auch. Perfekt, oben ist die Mauer geschlossen. So, ich benutze die Minimap, um das wirklich zu überprüfen. Da unten, ach, wir haben... Machen wir uns eine gescheite neue Schaufel, kommt's. Wir sind eh schon da. Wir sollten genug Kupfer noch haben, ich hoffe es zumindest. Kupfer, oh Kupfer, wo habe ich dich abgelegt? Hier. Wir wollen eine Schaufel. Und Holz, wir brauchen Holz. Aber irgendwas haben wir noch braucht, oder? Die Spitzhacke. Weil da haben wir gesagt, wir brauchen die auf, dass die weg ist. Aber vorsichtshalber gleich eine Axt wieder, die ist schon im roten Bereich. Okay. So, hier kommen die Kupfer weg. Danke. Da haben wir einen freien Punkt unten. Ich meine, solche freien Punkte werden dann vielleicht die Gargoyles. Ja. Oder wir machen... Cool wäre natürlich, wenn wir es wirklich burgmäßig machen würden und sagen, wir machen nochmal eine extra Erhöhung innerhalb der Burgmauern und geben dort die Gargoyles rauf, was nochmal schwieriger wird. So, müssen wir hier irgendwo irgendeine Höhe abbauen? Was genau passt ihm hier nicht? Es muss hier unten irgendwas sein, oder? Wenn ich das schaufel, passiert gar nichts. Linke Maustaste kommen die Sterne. Ha! Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ich meine, wir müssen schauen, wo wir unseren Haupteingang dann haben wollen. Ich würde halt sagen, eher beim Haus. Das heißt, wir machen hier mal zu. Ja, Gott sei Dank haben wir eine Steinhacke mit, weil ich habe mich gerade komplett ausgeschlossen. Das heißt, wir werden hier unseren Haupteingangsbereich dann machen. Hier. Das da wieder werden. Wobei, Moment. Ich hole mal die Tore. Und dann probieren wir das aus, immer mit einem dazwischen lassen. Habe ich jetzt eine Fussel? Haben wir noch irgendwo Tore? Ich hatte doch so viele Tore. Ein Tor habe ich noch. Was brauche ich denn da? Die Bodenplatten. So, jetzt habe ich 5 Tore. Muss reichen. So. Dann bauen wir dazu und dann müssen wir jetzt eins. Genau. Und jetzt können wir hier wieder ein Tor einsetzen. Oh, schaut euch das an. Das ist interessant. Es baut sich nämlich über die Textur drüber.
Das heißt, es fällt kaum auf, dass da der Stein dazwischen ist. Vor allem, wenn man da dann noch irgendeine Statue hinsetzen dazwischen, fällt das noch weniger auf. Und da machen wir auch noch eins. So. Dann haben wir hier unseren Haupteingangsbereich. Das werden wir natürlich alles noch clearen, ja? Wir werden da vorne auch schön machen. Oh, die Hacke braucht so lange, die Steinhacke. Ich hoffe, die geht schnell kaputt, aber die baut eh sehr schnell ab. Da werden wir dann noch alles aufräumen. Aber das wird's werden. Dann kommt man da rein. Dann werden wir hier schön raufbauen. Da müssen wir alles zumachen mit der Schaufel. Wo ist unsere Schaufel? Da werden wir einen schönen Weg bauen. Irgendeiner, der ganz schick ausschaut. Und dann geht es hier rauf zu unserem Haus schon und zum Anwesen. Rechts dann zum Friedhof und zur Heiligen Stätte und links zu unserem Bauernbereich. Ja. Ja. Ich glaube, das funktioniert. Ich habe mir auch gedacht, dass wir das hinten als Wohnstätte nehmen. Das heißt, wir werden hier über die ganze Länge einen Eingangsbereich quasi machen. Ja. Der so eine Art Flur ist, von dem die Türen dann nochmal zu den einzelnen Räumen weitergehen. Ich muss nur nochmal kurz links rüber schauen, ob wir jetzt wirklich alles zu haben. Ja, schaut gut aus. This looks good. Vor allem, wir haben das jetzt so abgegrenzt, dass wir sagen können, wir können da... Nein, haben wir nicht. Ich habe gelogen. Es schaut überhaupt nicht gut aus. Ach Gott. Ich als Herrscher, ich würde sofort überfallen werden. Es ist so, hey, ich habe die Arbeit getan. So, Sir, aber oben, sie kommen von oben rein. Sorry, mein Volk. Ich müsste eigentlich... So, was muss ich genau machen? Muss ich das schaufeln oder haken? Das geht nicht. Rechte Maustaste geht mit dem auch nicht. Das heißt, es muss irgendwas mit der Schaufel zu tun haben. Ich bin so schlecht beim Terraformen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich möchte hier den Hang jetzt abbauen. Vorne den Hang lassen und hinten aber die Mauer schließen. So eine Art Flur reinschlagen. Wie mache ich das? Haha, ich muss wirklich an der Kante unten ansetzen. Nein! Nein! Geh weg! Warum geht das? Weil oben was ist, oder? Deswegen. Ich darf hier kein Farmfeld quasi haben. Ja, das ist es. Es muss unbebaut oben sein. Ich glaube, da ist noch eins versteckt. Sehr nice. Und da ist jetzt Gras oben. Und der Baum wahrscheinlich. Das heißt, man muss das Gebiet komplett leeren oben, was logisch erscheint. Und jetzt sollte es gehen. Nice! Leute, so nice. Genau, und das machen wir jetzt. Oh Gott. Es flimmert ein bisschen, wenn ich das mache, oder?
Terrain ladet sich neu. Aber nice, Leute, das machen wir das nächste Mal weiter. Wir bauen hier hinten unsere Mauer dann wirklich fertig. Das heißt, das Projekt Mauer ist noch nicht vollendet. Dann machen wir den Wassergraben drumherum. Nächste Folge wird alles Terraforming sein. Und dann können wir drinnen anfangen aufzuräumen und zu dekorieren und überlegen, wie wir unsere Gargoyles platzieren werden. Ja, ich glaube, das wird cool. Das wird super. Da ist ein Huhn. Schaut's. Da ist noch jemand, der rein möchte. Die weiß schon, hey, das wird hier so cool werden. Darf ich mitmachen? Ja, darfst du. So, kommt dann immer raus. Okay. Weiter das nächste Mal. Vielleicht fange ich jetzt noch dieses Huhn ein. Und dann geht's mit Terraformen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.